Klar, wir sind ins Spiel gegangen, um das Spiel zu gewinnen. Denke, dass wir die erste Halbzeit kontrolliert haben. Tick die bessere Mannschaft waren, obwohl wir nicht schnell genug gespielt haben, nicht richtig gefährlich wurden. Und leider Pauli ein, zwei Möglichkeiten geboten haben. Insgesamt war ich mit dem Auftritt erste Halbzeit zufrieden. Wir hätten ein bisschen schneller spielen können. Zweite Halbzeit war es dann so, dass wir uns das vorgenommen haben, schneller zu spielen, kriegen dann genau dann die, den Elfmeter mit einer roten Karte. Wir hätten erste Halbzeit auch einen Elfmeter kriegen müssen. Ja. Ich habe den Schiedsrichter in der Halbzeit gefragt, was war. Meinte, er hat ihn berührt, aber war ihm nicht zu viel. Also er hat ihm Strafraum berührt, also ist für mich ein Elfmeter. Deshalb war es schade. Also ich war auf der Höhe. Ich bin kein Schiedsrichter, aber man kann ihn auch pfeifen, ne? Weil der Körperkontakt da war. Aber ist einfach so Fußball. Mal wird gepfiffen, mal nicht. Und über 34 Spiele wird sich das ausgleichen. Die kriegen noch Elfmeter. Wir haben sogar probiert, das Spiel weiter zu gestalten und kam auch in Unterzahl zu besseren Chancen als Pauli und gehen dann 2-1 in Führung, was super war und kriegen dann, wie gesagt, Pauli hatte dann auch eine Riesenchance, die unser Torhüter Tom Mickel sehr gut hält. Dann dachte ich, okay, das war die Chance, aber dann kriegen wir keinen Druck auf den Ball. Wird ein Diagonalball gespielt und er kann den Ball einköpfen, das darf einfach nicht passieren. Wenn sie uns in Unterzahl mal richtig hin und her gespielt hätten und wir nicht gewusst hätten, wo wir stehen, dann wäre es okay gewesen, aber so ein Ball darf nicht passieren. Und dann bin ich im Endeffekt nachher dann auch mit der Mannschaftsleistung und mit dem Ergebnis dann auch zufrieden. Ne? Unterzahl zurückgekommen nach Rückstand, das war absolut okay. Und wir hatten jetzt schon öfter leider Phasen, wo wir in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit noch ein Spiel hergeschenkt haben und wirklich Tore einbüßen mussten. Und so war ich erstmal froh, dass wir dann auch in Unterzahl das 2-2 so halten konnten dann. Ja, ich denke mal, wenn man in Rückstand lag, auch gegen 10 Mann, bin ich nachher im Endeffekt mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, klar, man will gewinnen, aber der Gegner hat uns auch nicht einfach gemacht. Und denke mal, dass wir von den Torschanzen her heute verdient hätten zu gewinnen, weil wir mehr Torschanzen hatten wie der HSV. Wie gesagt, wir wollten von Anfang an schneller spielen, haben vielleicht gedacht, man bloß keinen Fehler machen, weil wir spielbestimmt waren, haben aber dann Fehler gemacht. Aber dann nach dem Rückstand müssen wir was machen und denken, ach komm, jetzt, wenn wir dann mal machen, okay, dann müssen wir trotzdem weiter probieren. Und dann waren wir aktiver. Ja? Und das ist leider manchmal so. Und dann der Gegner hat auch ein bisschen weniger dann auch gemacht. Ja? Das ist manchmal leider so. Und deshalb bin ich schon mit dem Auftreten meiner Mannschaft zufrieden.